Tag mal wieder. Hi, wir sind wieder bei Pokémon Uranium. Christoph hat vor, heute die erste Arena zu machen. Und yes. Er geht zwar nicht in die Arena rein, aber er... Achso, das ist nicht, aber das redet, ist nicht die Arena. Nein, aber er redet mit Pokémon Ranger. Wir sind Depot. Ja, die meisten großen Städte haben Ranger Center. Und das Hauptquartier ist in Bear Beach City. Yeah, Bear Beach City. Hallo und willkommen zu den No-Torch Pokémon City Rangern Hauptquartier. Ja, ja, so, keine heißt Ahnung. Das, so heißt das offiziell. Suchst du... Kann man nichts machen. Uns wurde gesagt, dass wir das so sagen sollen. Bist du auf der Suche nach einer Mission? Tut uns leid, aber wir akzeptieren keine Hilfe von Zivilisten. In diesem Momentan. Vielleicht irgendwann mal. Ja, vielleicht sind wir irgendwann ja auch kein Zivilist mehr. Oh, ist das eine Krankenschwester? Hallo! Hast du genug Heil-Items für deine Pokémon? Ja, das solltest du haben. Sogar ein paar Mal öfter. Potions. Oh, mehrere. Ah, die heilen einen schnell. Bla bla bla. Bla 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 bla. Ja. Gut, dann sind wir jetzt gut ausgerüstet für den nächsten Kampf, ja? Dann geht's auf zur Arena. Oh. Was ist da denn los? Schau mal. Nee, das ist sie. Achso, das ist sie. Schau, ich hab dir das schon 1000 Mal gesagt. Ich bin nicht der Champion. Mehr. Okay. Ich habe aufgegeben. Ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Ich bin jetzt nur noch ein Gymleader. Ein Anführer. Arena-Leiter. Arena-Leiter, genau. Papa Maria. Also du, das bist du. Papa Maria. Du warst die stärkste Trainerin in Tandor. So talentiert, so jung, so wunderschön. Warum willst du das denn alles wegwerfen? Deine Fans, also ich, besonders ich liebe dich immer noch. Ich bin nicht mehr interessiert daran, berühmt zu sein. Ich will nur noch ein normales Leben. Ich möchte mein Stadium, wie heißt denn das jetzt, Arena? Pokémon Arena. Ich möchte meine Arena einfach betreiben und ich möchte nicht mehr irgendwelchen ekligen Leuten wie dir zu tun haben. Ernsthaft, es ist nicht okay, einfach Kopien von meinem Schlüssel zu machen. Ich call die Rangers. Jetzt gibt es eine Mission. Ich call die Rangers, Digga. Nein, bitte. Ich werde dich in Ruhe lassen, ich verspreche es. Gut. Du bist jetzt hier nicht mehr erwünscht. Also, hau ab! Und mach mir das, lass mich das nicht nochmal sagen. Oh. Es tut mir leid, dass du das miterleben musstest. Ich bin normalerweise keine sehr böse Person, weißt du? Aber jetzt hast du es gesehen und ich werde dir das Gleiche tun. Aber jetzt muss ich dich leider töten. Einmal, wenn du erst einmal in meine Tandor Championship. Was? Achso. Wenn man einmal die Tandor Championship gewonnen hat, dann kommt man nicht mehr weg. Alle wissen deinen Namen. Manchmal ist es nicht mehr okay, die Stadt zu verlassen. Aber dann, auf der anderen Seite, wo soll ich denn. Das würde die Arena leiten. Wo ich gerade dabei bin. Ich weiß, dass du hier bist wegen des normalen Ordens. Das klingt sowas von langweilig. Wir sind die Ritter des normalen Ordens. Und, was sind sie so? Ja, normal. Oh, cool, dafür gibt es eine Auszeichnung. Der normalste Mensch der Welt. Yes, geil. Du hast ihn verdient. Ich habe dich viel zu lange warten lassen. Komm mit mir nach drinnen. Und dann zeige ich dir meine... Fähigkeiten. Schade, ich dachte, sie sagt was anderes. Aber, naja. Wir haben alle gehofft, dass sie Boobies sagt. Aber Boobies! Diese Pixel-Art wollten sie uns wohl nicht gönnen. Show me your bits. Howdy, Trainer! Ist das deine erste Pokémon Arena? Oh, er ist Amerikaner. Ist das dein first time in der Pokémon Arena? Ist das dein erstes Mal in der Pokémon Arena? Oh, das muss aufregend für dich sein. Ich werde einfach nur der Arena-Typ genannt. Ich bin hier, um dir Tipps für Trainer zu geben, damit sie die Tandor-Liga bestehen. Maria ist ja der normale Typ-Experte. Das klingt so komisch. Der Normaltyp ist nicht super effektiv bei irgendeinem anderen Typen, aber sie haben sehr, sehr wenige Schwachstellen. Feuer, like... Entschuldigung. Kampftypen. Ja. Genau, der Kampftyp, wie bei Mankey
ist stark gegen sie. Oder der Stahltyp, wie zum Beispiel Och Nix und Barrel. Barvel. Barvel. Sind eine gute Wahl, weil sie außerdem resistent gegen ihre Attacken sind. Naja. Oder aber du nimmst einfach die härtesten Pokémon, die du hast und trittst sie einfach richtig in den Arsch. Also, viel Spaß bei. Ich werde immer für dich da sein und nimm das. Oh, Freshwater. Oh, ich hatte so Lust. Oh nein! Aber können wir noch ein bisschen trainieren. Ha! Ich bin einer der Pokémon-Trainer hier und jetzt mache ich aus dir Kartoffelbrei. Mhm. Mit oder ohne Gürkchen? Ich bin der Meinung, Kartoffelbrei gehört ohne Gürkchen. Ja? Kartoffelbrei, ach stimmt, du hast Kartoffelbrei, nicht Kartoffelsalat gesagt. Dann bin ich deiner Meinung. Und ich habe eben überlegt, level ich vielleicht nochmal unseren Berwel oder unser Kampf-Mankey. Und dann dachte ich mir, ich brute force es einfach. Mal gucken, was passiert. Und wenn das nicht klappt, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ihr habt ja schon verstanden, wie Christoph dieses Spiel spielt. Ja. Ich drücke A, ich drücke A, ich drücke so lange A, bis ich nicht mehr A drücken kann. Ja, hier zum Beispiel drücke ich nicht A, sondern B. Ein Button-Entscheidung. Ja. Wo man den Kopf nicht anstrengen muss. Ich finde das ganz gut. Also ich bin so ein bisschen, Agro-Style Pokémon-Trainer. Ja, bin ich eigentlich auch. Aber... ich habe zum Beispiel mal Sui Shumaru gesehen, den kennt man vielleicht, das ist ein recht großer YouTuber. Ist das auch. Was man beim Chinesen bestellen kann? Weiß ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Ich hätte gerne einmal das Sui Shumaru in Schaf. Sui Shumaru. Achso, okay. Ja, wir schicken den Link in den unten rein irgendwie, dann müsst ihr es nicht eintippen. So im Lieferdienst eurer Wahl, der euch das liefert. Ja. Jedenfalls, dieser Mensch spielt auch sehr, sehr viel Pokémon und der spielt das auch in ganz vielen Challenges, also auch irgendwie Wetlock-Challenge, Nuzlocke und keine Ahnung. Was ist Wetlock, wenn man es nass spielt? Ja, man darf nur nasse T-Shirts anhaben. Ah. Oder aber wahlweise auch, dass man Pokémon-Pärchen hat, dass halt ein Pokémon mit einem anderen Pokémon vermählt ist und das ist halt weiblich-männlich immer im Wechsel. So, und dazu kommt halt die Nuzlocke-Challenge. Das heißt, wenn einer der Team... Partner stirbt, dann darf man das Team nicht mehr benutzen erstmal und so weiter. Ah, okay. Und man muss dann dieses Pokémon auch freilassen, das halt besiegt wurde und einen neuen Partner finden, bevor man das Team, also bevor man... Das heißt auch den gleichen Typen, das gleiche Pokémon? Oder, nee, oder nee, nee. Die können miteinander verpartnert werden? Okay, also es ist jetzt nicht so inzestmäßig, dass nur Chigi mit Chigi und... Das hat doch noch gar nichts mit Inzest zu tun. Es ist, ja, stimmt. Es ist aber irgendwo bei Pokémon schon die gleiche Familie. Wobei, nee. Pokémon haben keinen Sex! Bist du dir da sicher? Nein, es gibt doch sogar Eier von denen. Ja, eben. Nein, du kannst doch auch alles mit einem Ditto kreuzen, was ich immer sehr geil fand. Ditto mein Blob. Ei, jetzt siehst du aus wie das, was ich gerne hab. So. Lass uns mal in die stille Kammer gehen. Ico, Ico. So. Ich muss mal eben mich heilen, weil ich ein bisschen geblutforst hab. War nicht so geil. So lala. Und das war der erste Trainer. Mal gucken, was... Wow. Oh, hier ist der Markt, da kann ich nur... Ich habe eben schon ein bisschen Pokebälle gekauft, als Tore kurz nebenan war. Hm. Damit wir wieder genug haben. Hast du denn irgendwas gefangen? Nee. Ja. Ja, zwei Sachen. Pokémon wir hatten, glaube ich, nur noch vier. Den Weg hierher. Ja. Das stimmt. Blucke, 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 blum. Ja. Irgendwas wollte ich noch zu dieser... Ach, genau, komm zu der schon. Brute-Force-Methode da so... sagen. Ja. Also, ich fand das sehr cool, dass dieser Sui Shumaru halt angefangen hat, wirklich auf die Pokémon einzugehen und dann auch sich zu überlegen, okay, ich möchte jetzt nicht ewig viel Zeit vertrödeln, ich mache so gut wie nichts offscreen. Oh, das krass. Heißt, ich level halt nicht, sondern ich spiele einfach so intelligent, dass ich halt mit den Pokémon so durchkomme. Ja, aber intelligent spielen ist vielleicht nicht unbedingt unsere Stärke. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Darüber wollte ich ja gar nicht urteilen, aber ich wollte nur sagen, es gibt halt auch andere Möglichkeiten. Ja. Vielleicht wollen wir es ja so gar nicht spielen. Ja. Aber ganz ehrlich, wie viele Leute spielen denn Pokémon so?
Ja, ich habe hier 150 verschiedene Pokémon und jetzt suche ich mir den optimalen Counter aus. Okay, ja, das gut. Das macht man halt nicht. Ja, man kann jetzt eben auch, wir könnten vorher ein Walkthrough lesen und schauen, was ist die nächste Arena, welche Pokémon brauchen wir dafür, was kommt da drin. Naja, es wurde uns ja gesagt, wir brauchen dafür ja eigentlich nicht mal ein Walkthrough. Nein, ja klar, aber uns wurde das in der Arena gesagt und nicht vorher. Ja, aber wir können jetzt ja überlegen. Ja, natürlich. Aber wir hätten auch die erste Folge direkt auslegen können und sagen können, die ersten drei Arenen kriegen wir zum Beispiel am besten mit Grass-Type hin oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, können wir gerne auch so machen, aber im Moment einfach drauf losspielen und gucken, weil wir sowieso immer zwei Spieler sind, die völlig unterschiedlich spielen. Und das muss man erstmal über einen Kamm kriegen und scheren. Ich kriege Dinge über den Kamm. Hast du noch nie was über den Kamm gekriegt? Nee, ich benutze keine Kämme. Das tut ganz schön weh, wenn man was über den Kamm kriegt. Ja. So, noch einmal heilen. Das ist nämlich die intelligente Art und Weise zu spielen. Wo war das Pokémon Center? Ich hoffe hier. Oh nein, echt? Warum merkst du dir denn sowas? Aber links war der Markt. Links. Nee, du musst links war der Markt. Nein, ein weiter runter. Ach da. Links war auch das Pokémon Center, aber weiter unten. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, ich rede für mein Bart. Ich finde es wunderschön, dass du so überhaupt keine Orientierung hast. Und ich guck's mir an und denk mir, das ist doch klar, wo es ist. Ich hab das Spiel ja auch vorher schon mal gespielt. Das ist ja das Schlimmste. Oh. Also ich habe ja schon mal die ersten drei Orden gemacht oder so. Nee. Und ich glaube auch, das ist zumindest das Mindeste, was ich machen werde. Ich werde das Spiel ein bisschen vorspielen, um so ungefähr zu wissen, was los ist, ohne dass wir einen Walkthrough befragen müssen. Habe ich mir drüber nachgedacht. Aber ob ich das am Ende tun werde oder nicht, mal schauen. Das muss ich mit Tore im Privaten sprechen, da werden wir noch sehr viele Gespräche führen. Okay. So. Jetzt aber, wir probieren es ja einmal und wenn es nicht klappt, probieren wir es beim nächsten Mal. Nochmal. Was ist dein Name? Klaus! Was ist dein Name? Ich mag es. Dein Name. Ich spreche etwas komisch, weil ich komme aus Tschechoslowenien. Willkommen. Ich habe es mir gerade ausgedacht. Ich habe vorher immer probiert, meinen Akzent zu verstecken, aber es geht nicht. Willkommen in Utrecht City Pokémon Gymnasium. Ich bin Maria, Normaltyp-Spezialist. Aber du kennst mich schon. Nur mein Dialekt noch nicht. Und natürlich, viele Leute kennen mich als Maria, Champion von Tandor. Diese Tage sind vorbei. Nun überblicke ich dieses Trainer wie dich auf ihrem Weg zur Großheit. Es ist ein langer, schwerer Kampf. Ah, den ganzen Weg nach oben. Bis zu Champion. Ich finde das so witzig, was dabei rauskommt, wenn wir halt einzelne Wörter einfach nicht wissen. Also das geht uns beiden halt so und dann sind wir da. Ah. Also zumindest die direkte Übersetzung. Man kann es natürlich irgendwie genauso spielen, aber so. Hast du, was es braucht, um dann besonders merkt man halt ihren Dialekt, ne? Ja, genau, dann merkt man ihn nämlich. Das ist so geil, wenn du einen Dialekt nimmst, dann kannst du alles machen, weil dann passt das immer. Dein erster Test wird die Tandor League sein. Nein, Moment, falsch rum. Ich meine, dein erster Test in der Tandor League beginnt jetzt. Yeah, sie sieht aber ein bisschen Klaus gegen Maria. Sieht ein bisschen deformiert aus. Es tut mir leid. Anführerin Maria. So, was machen wir? Wie immer, Ember. Das muss reichen. Guck dir mal dieses Oaten an, wie das vom Gesicht aussieht. So ein bisschen. Ein bisschen bekifft, ja. Ja. Ziemlich gut. Ich mag solche Pokémon. Mit roten Augen auch. Oh nein! Potion! Niemals! Ja, braucht sich jetzt auf, ne? So, bap, bap, bap. Also kann ja. Wie viele. Ich weiß es gar nicht, wie. Ich glaube, pro Pokémon einen Trank, dachte ich, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das Problem ist, du brauchst jetzt auch mal einen Trank. Ach. Brute Force ist einfach. Ah, das ist also der erste Versuch gewesen. Ich hätte es vielleicht eintauschen sollen und dann den Trank trinken sollen. Egal. Passt schon. Potion. Ich glaube, ich brauche sogar einen Super Potion bei dem. Nee, nicht. 20. Hat's noch? Ne? Ja, stimmt. 29, dann ist es fast geheilt. Yes. Oh, nein. Das heißt, es schläft gleich ein. Dann kannst du es jetzt auswechseln, damit das nicht passiert. Ja, erstmal Schaden machen und dann auswechseln. Aber dann schläft es. Ich glaube, jetzt schläft es. Ja, jetzt bringt es nichts mehr, es auszuwechseln.
Wieso nicht? Dann schläft es immer noch. Ja, und? Ja, okay. Ich könnte auswechseln, damit es keinen Schaden bekommt. Und dann habe ich einen Wake. Ne, ich habe keinen Wake-Up. Full Heal könnte ich benutzen. Ja, ich mach das so. Ich nehme jetzt ein Opfer-Pokémon, das zwei Hits aushält. Wie zum Beispiel Floppy. Und dann heile ich. Das ist nämlich Strategie. Und so. Wie schwer. Oh, und dann kann ich den... Wow! Weißt du was? Ah nee, es hat leider nur... Oh, Mann, es ist so ärgerlich. Das ist keine... Oh nö. Robby wird jetzt unser Damage Absorber. Okay. Was hast du denn jetzt vor? Ich heile jetzt mit dem Full Heal. Bist du dir sicher, dass das auch den Status aufhebt? Ja, ja, das hebt nur Status auf. Soweit ich weiß. Er hat, ich meine nicht. Aber ich glaube schon. Ich kenne mich mit den ganzen Items nicht aus. Jetzt ist er eingeschlafen. Das Problem ist, wenn ich jetzt wechsle, dann kann er ja vielleicht wieder dieses Schlafding machen. Also es schläft jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt einfach so weit weiter. Wenn Lobby die Erfahrung bekommt, ist das gut. Warum nicht? Und jetzt kriegt er kaum Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob deine Strategie die beste ist. Ich mag die Strategie. Ich finde sie trotzdem cool. Weißt du, warum ich die Strategie mag, Florian? Weil du immer nur einen Knopf drücken musst. Ich drücke einfach nur einen Knopf. Und irgendwann gewinne ich vielleicht. Das mag ich an der Strategie. Oh, es ist aufgewacht. Und es benutzt Tackle. Bam! In dein Gesicht. Und jetzt kommt gleich der Trank. Future? Was soll das denn? Nein! Warum hast du dich verliebt? Warum tust du sowas? Aufwachen und verlieben. Was soll das denn? Nein, du sollst dich nicht verlieben! Töte es! Jetzt schläft es. Schläft es jetzt schon oder erst nächsten Zug? Komm schon, keine Ahnung. Komm schon. Es liebt. Was? Was soll das denn? Jetzt verliebst du dich und schläfst du ein! Das ist doch schön. Das ist doch ein schöner Traum. Ja, schöner Traum. Traum und dann schön zerbatscht werden. Ja, das ist natürlich nicht so cool. Du bist nutzlos, Lorpi! Du hast deine Erfahrungspunkte nicht verdient. Wäre das schön, wenn wir jetzt eine Nuzlocke-Challenge gemacht hätten. Dann würde ich auch anders spielen. Ja, glaube ich dir. Ja, tust du? Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Doch, klar. Ja, nein, warum soll ich dir das nicht glauben? Natürlich, dann würde ich viel, viel sicherer spielen. Dann würde ich aber auch viel mehr leveln und so. Ich glaube, da würden wir sogar anfangen, wirklich nach Strategien zu gucken, wie man wirklich gut gegen die Pokémon macht. Ich würde jedes Element bei jedem Pokémon erstmal nachschauen. Zu wissen, wie es geht. Ja. Da waren eben gerade, nur damit ihr es wisst, Deep Quotes. Was war das eben? Sie hat irgendwas gesagt. Deep Quotes. Die hätte wahrscheinlich gesagt, jetzt bist du dran. Mudslap. Ist das stark? Nein. Aber es macht ihn ungenauer. Toll. Ich schlaf gleich ein. Wechselt's aus. Ja, aber... Du hast das eine Pokémon eh schon einfach nur geopfert. Von daher ist es auch okay. Du kannst doch auch Pimmelchen oder so reinhauen. Ja, was soll ich dann machen? Dann schläft er halt ein, sobald ich ihn auswechsle. So, nein. Doch. Nein, tut er nicht. Doch. Der Wechsel kommt sofort und verhindert, dass er einschläft. Bist du dir sicher? Ja. Ich glaube, die nächste Aktion, die er macht, lässt ihn einschlafen. Nein, so oder so. Status wird aufgehoben durch Wechsel. Ja? Ja. Aber hoffentlich ist das bei dem Spiel auch so, weil es ist ja kein Kanon-Spiel. Es hat leider keinen Ruckzuck-Hieb oder so. Naja. Dann bin ich mal gespannt. Es ist ja kein Status. Es ist ja ein... so ein Vorbereiter für einen Status. Ja, aber das wird aufgehoben. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe. Aber jetzt benutzt er es schon wieder. Ja, hast ja aber noch zwei Züge, ja, in denen du das Pokémon kaputt machen kannst. Oh, das ganz gut klappt. Dann mache ich das jetzt wieder so. Hä? Du kannst doch jetzt auch einfach... Nein, jetzt schläft es ein im nächsten Zug. Ja, aber vorher greift es doch nochmal an, oder? Nee, leider nicht. Okay. Deswegen, wir haben zum Glück ein paar Opfer-Pokémon da war. Das läuft. Ich bin froh, dass wir keine Nuzlocke-Challenge machen. Opfer-Pokémon in der Nuzlocke-Challenge, das ist großartig, ja. Na, mal gucken, vielleicht kriegt es ja sogar... Wow, es ist super schnell. Wow. Ach komm, ja, wenn es überlebt, das wäre schon geil. Also es hat sich aber leider gerade verliebt. Das heißt ja noch nichts. Nein, nicht. Nein! Wieso macht es nichts? Weil es sich verliebt hat. Nein, das Gegnerische.
Es hat nichts gemacht. Einfach rumgestanden. Vielleicht wurde es geglitscht. Wow, ich glaube, Rapunzel hat gerade 5 Levels oder so bekommen. Schlock. Yay! 5, Rapunzel. Wuhu. Cool, und jetzt 6. Yay! Und jetzt 7? Nein, schade. Okay. Ich würde sagen, das ist ein grandioser Brute Force-Kampf gewesen, oder nicht? Das ist der Spirit, den wir brauchen. Oh, Moment. Ich habe vergessen, dass ich aus Tschechoslowenien komme. Du verdienst Normalorden. Ich habe Besonderes für dich, Normalorden. Congratulations. Ich muss schon sagen, dein Geist, du gezeigt hast im Kampf. Du hast mich erinnert an mich, als ich gestartet habe mit Pokémon-Kämpfen. Behalte deine Entschlossenheit und ich bin mir sicher, du wirst es weit bringen. Außerdem nimm das hier. Außerdem nimm technische Maschine. Technische Maschine. Wenn du weiter reist mit Pokémon, deine Band zu Pokémon wird stärker. Du wirst tiefe Freundschaft zu Pokémon empfinden. Vielleicht manchmal sogar mehr als tiefe Freundschaft. Sie werden stärker und bla 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 und die TMs kannst du immer wieder benutzen, bla bla bla. Fast alle können das lernen. Oh. Es hat mir Spaß gemacht, dich kennenzulernen, Klaus. Ach, wie heißt denn Klaus? Ich hab's schon wieder vergessen. Viel Glück auf deine Reise. Ja. Ja. Und ich würde sagen, damit haben wir einen sensationellen Abschluss für diese Folge. Ja. Wir haben es geschafft, Maria, die tschechisch-slowakische Pokémon-Leiterin in No-Torch, zu besiegen und den Normalorden zu bekommen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge finden wir das Pokémon-Center. Nachdem ich es eine halbe Stunde suche. Bis dahin, klickt auf unseren Fisch und wenn es euch gefreut hat. Bis dann. Tschüss.